So, dann schauen wir mal. Das war eine knappe Pre-Inca. Gerade noch. Aber hier, es bringt dir halt hier nicht viel, ne? Du kannst halt da runterspringen. Ich habe ein bisschen Angst, dass du die Mobs hier triggerst. Ich kann halt so mit einem guten Sprung komme ich halt gut rein, ne? Kann ich gut reinrutschen. Jetzt habe ich halt die Inca für einen Mob, ne? Aber warum nicht? Ja, einfach mal loslegen und gucken. Ja, mit diesem Method Dungeon Tool kannst du halt schon ganz gut so Sachen vorplanen. Das ist manchmal nicht so verkehrt. Aber ja. Oh, das wurde aber schnell interrupted. Ich hoffe bloß, dass das mit der Tide-Tusse gleich klappt, mit dem Knockbacken. Mittlerweile mache ich es so, wenn ich Mobs pull, dann schieße ich quasi die Tide-Tusse an. Ist es zwar zum An-DPS nicht so geil, aber dann kicke ich sie schon mal ein bisschen hinter. Okay, aber hier der der hat sein Ele da drauf geschickt, kann das sein? Siehst du, was wir für ein Damage reinkriegen hier in dieser Tide? Eigentlich nur wenn du drauf DPS, ne? Aber ja, da werden wir in der Ecke jetzt eine spielen müssen, oder? Wo ist die? Naja, die musst du spielen. Ja, die kannst du auch nicht LOSen, die müssen wir jetzt halt brezeln. Wo willst du hier LOSen? Kannst du da hinten irgendwo LOSen? Ich ziehe jetzt einfach eine Wall und schau mal. Ja, siehst du, Wall regelt. Ich kann einfach stehen bleiben. Weil die ist halt fies tatsächlich, die Tide. So. Hier, Putt. Dann hast du die andere Putt noch. Aber die machen relativ viel Interrupts tatsächlich, also so E-Stun-Geschichten. Das ist nicht so verkehrt tatsächlich. Du kannst, theoretisch kannst du da durchlaufen, aber ich würde die hier spielen. Ah, ich hätte hier nicht dingsen sollen, inkern sollen. Ich brauch's hinten dann gleich. Okay, dieser Brand, der haut natürlich raus. Ah, das darfst du eigentlich nicht durchkommen lassen. Zieh den da mal raus, den Dude. Ist halt jetzt alles vollgevoidet wie nochmal was. Okay, mein erstes Heilding ist schon mal raus. Jetzt habe ich halt gleich noch Dings ready. Weil da hinten kommt eine ätzende Gruppe, und zwar eine richtig ätzende, hier die große. Fuck, da ist eine Tide drin. Oh mein Gott. Fuck. Das wird mich wahrscheinlich grillen. Keine Ahnung, wenn du die nicht CC'en kannst, das wird krass. Das wird jetzt richtig krass. Alter Scheiße. Hier, die Tide ist gleich weg. Jetzt können wir dann gleich zumindest die einen CC'en. Durch Schulter. Hier den Scheiß noch rein. Die Heilung noch rein. Jetzt habe ich nichts mehr, ne? Ich habe alle Dev-CDs draußen jetzt. Alles gezündet, was ich habe. Der legt halt wieder mit seinem Brennscheiß los. Den anderen haben wir jetzt auch noch am Start. Der rumwirbelt, wie so ein Blöder. Dafür habe ich meinen Beschuss. Ja, okay. Also, ne, die Gruppe ging jetzt, klar. Aber sie hat mir alles gezogen, was ich habe. Ich habe meine Wall draußen, meine Iron Borg habe ich draußen. Ich habe nichts mehr jetzt. Das ist alles. Und meine Heil-Spells sind auch alle weg. Nada niente. Warte, jetzt ziehen wir den Käse. Okay, das Mage hat's zerbreselt.
ich glaube, also, ne, klar, du hättest das jetzt am Anfang auch hinwissen können, aber ich glaube, das ist fast ein bisschen unnötig. So, ich ding's jetzt, er soll einfach recken jetzt. Immer nie der Heiler retzen. Also sind mehrere tot, ne? Weil der Heiler muss halt dabei recken. Ich habe jetzt halt auch wieder Dings nicht gekriegt. Okay, auf geht's. Der hat er halt gestunt, ne? Kann ich sie nicht zum Boss ziehen. Also, es gibt einige, die wollen nicht, dass man die Adds zum Boss zieht, aber ich find's ehrlich gesagt nicht so schlecht. Dann kannst du die halt mit wegleaven. Warte mal. Oh, der hat den Haken jetzt in. Okay, da müssen wir weg. Fuck, ich wollte. Weißt du, weil er da auf der anderen Seite ist, charge ich hin. Ich hab's schon gedacht, dass ich durch die Bombe durchchargen werde. Dass das nicht ganz so geil ist, aber. Das ist halt nerviger. Also eigentlich sind hier die ganzen Bosse in der Instanz nervig tatsächlich. Jetzt versucht er wieder seine Hakengeschichte. Ich lief halt ganz gern die Trash-Mobs am Boss weg, ne? Hast du halt noch ein bisschen extra Damage drauf. Okay, da aus den Bomben sollte ich vielleicht rausgehen mit dem ganzen Gelage. Der dauert halt immer extrem lang, dieser Kackboss. Bis jetzt ja. Aber es wird hinten raus in der Instanz immer ätzend. Hab ich zumindest die Erfahrung gemacht. Okay, die müssten wir auslassen können, oder? Was macht er jetzt für eine Kacke? Nee, die ist getriggert, ist getriggert, ist getriggert. Alter. Ja, das war nichts. Ich weiß nicht, ob ich die getriggert habe, aber ich war im Stealth. Wir müssen hinter das Haus. Ich ziehe die Mobs zurück. Also, keine Ahnung, ich bin im Stealth da lang gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich sie getriggert habe. Ich war halt am nächsten dran eigentlich, ne? Aber eigentlich dürfte die mich nicht im Stealth sehen, die Tusse. Fuck, da kommen halt noch mehr Mobs. Ist halt richtig Party. Fuck it. Ja, du hast halt alle Mobs jetzt von da hinten durch die Emissary, auch die Pat getriggert. Das war jetzt halt echter Shit. Ja, soweit ganz gut. Soweit ganz gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Ja gut, du kannst aber hier in dem Laden kannst du tatsächlich auch am Ende ein bisschen was auslassen, ne? Also es ist zwar immer nicht so gut mehr zu adden, als man muss, aber hier ist es tatsächlich, bist du relativ frei mit den Packs, weil das Gelände halt so weitläufig ist. Ich weiß es nicht, also der eine wollte halt um die Dings rumlaufen, ne? So einen fresse ich jetzt. Keine Ahnung, das müsste gehen. Ja, siehst du, 200k. Der Mage wollte da halt was probieren. Nee, lass den machen, keine Ahnung. Also jetzt können wir auch hier lang gehen. Ich weiß, du kannst da außen rumlaufen, aber. Na ja, gut, der haut zu sehr raus. Die nächste Gruppe wird jetzt auch richtig ätzend.
Aber da habe ich die Inka für und ich habe wieder eine Wall. Wir haben sogar einigermaßen gut jetzt gerade überlebt, ne? Das ist halt immer ätzend, wenn du aus dem Dings rauspullen musst, aus diesem Zirkel und das Caster sind. Ich kann die halt vorher nicht antanken. Okay, die Wall war jetzt, die Inka war jetzt so gewastet. Es waren halt nur kleine Mobs. Lol, wie haben denn das gemacht? Die haben die da reingebackt. Dann gleich. Ja, ich hätte auch aufmounten können, aber dann ist meine Wut immer weg. Das will ich halt nicht. Deswegen laufe ich da lieber mit Raw. Oh fuck it. Mit dem Raw durch. Und warte, stehe ich noch drin? Alter, okay, es ist halt alles zugevoidet. Du kannst halt diese Mobs eigentlich auch benutzen, um die Mobs runterzuschießen. So, wir haben da hinten noch eine Tide. Dann kommen den Laser mal jetzt so weg. Da ist halt jetzt die einen nicht adden. Fuck, war ich da drin gestanden? Ja gut, also die dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Da sind zwei kleine Mobs dabei. Das ist easy. Die nächsten Gruppen, die wären halt ätzend. Also da gibt es jetzt eine groß. Ja, da... Oh fuck, da steht eine Dingsteil drin. Das wird jetzt richtig ätzend. Warte mal, kann man die da drin... Okay, die wollen sie auslassen. Das war jetzt gut, der Shroud. Weil die sind richtig ätzend. Ah fuck, ich dachte, ich kriege ihn rechtzeitig desorientiert. Das war ja, also, jetzt habe ich mich von der Kanone weghitten lassen. Ich dachte eigentlich, das Desorientieren geht durch. Da schießt er wieder. Aber das ist, also wenn er ist der Moon gegen Desorientieren oder ich war zu spät dran. Wie gesehen, ich habe, das waren 200k, die ich in die Fresse gekriegt habe, so richtig auf den Latz habe ich gerade gekriegt. Okay, da müssen wir raus. Bucket. Die kriegen halt von dem Scheiß auch Damage. Okay. Ich habe jetzt halt gerade ein bisschen den Heiler LOS, aber sonst hätten die den Schaden nicht gefressen von dem Schaden. Boah, das war jetzt gerade richtig risky. Das war jetzt gerade richtig risky. Okay. Lass die noch kurz machen. Ein paar Punkte bringen die auch. 0,3. Okay. Mana. Okay, auf geht's. Schauen wir mal, ob wir genug Damage haben, dass wir nur eine Dingsphase spielen müssen. Immer halt noch kein HT, ne? Nee, wir müssen mehrere Kanonenphasen spielen. Da haben wir zu wenig Schaden für. Ja, wir können halt ein paar Kackgruppen shrouden, das ist halt das Gute. Das ist gut, was hat der Shroud? Ich glaube 10 Minuten, oder? Irgendwie sowas. Ja. Wir müssen dann noch eine Phase spielen. Ey, warte mal, warum ist da jetzt, sind da jetzt nur zwei? Lol, der eine hat irgendwie... Wenn ich den schon angegriffen habe auf dem Schiff, oder? Hat er deswegen gebackt?
Bucket, jetzt wird's halt richtiges Bombardement so rum, dass ich es noch rausbringe. Hat er sich weghitten lassen, der gute DH. Naja gut, der Beschuss, der ging es nicht mehr. Also das war jetzt kacke, jetzt haben wir ein Trinket umsonst rausgehauen. Das war jetzt bisschen Fail. Der Mage da. Oh, er addet halt alle, okay. Ich hab mir überlegt, ob ich es machen soll, ob ich die alle pullen soll, aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Dafür hat der Mage dann gepullt. Die haben halt eine ätzende Kombi, ne? Mit so CC-Bananen und so einer Kacke. Wenn du dann aus dem Hit nicht rauskommst, ist das halt richtig ätzend. Ja gut, ob es geht. Das ist halt, wenn du nicht im TS bist, dich nicht absprichst, ist es halt immer schwierig, große Pulls auch zu machen, weil das halt schnell auch mal in die Hose gehen kann. Ja, der darf da nicht reinlaufen und mehr adden, sonst kriegen wir richtig auf den Sack. Und dann haben wir jetzt hier nochmal die Tide-Tusse drin. Ja, jetzt hast du halt den Caster. Oh. Jetzt tun wir die mal desorientieren. Wow. Shit. Ich habe gesehen, dass er den Cast gemacht hat, aber ich habe nicht gedacht, dass der bis hierher geht. Ich hab gesehen, der war da hinten gestanden und es ging bis hier vorne. Krass. Das hatte ich unterschätzt. Ich dachte, der ist halt so in dem Bereich vor ihm, ne? Dass der so weit geht. Ich hab gesehen, wie das mich weggenatzt hat. Habe ich kleinen Schutzgeist gekriegt und allem. Und ich habe meine... Ne, Wall habe ich nicht mehr gezogen. Das war... Puh, okay. Das geht weiter, als ich dachte. Ich hätte jetzt gedacht, dass es bis hierhin geht, ne? Dann nicht, dass es da bis da... Schau mal, das geht bis davor! What the fuck, das sind 30 Meter oder so. Einmal durch die halbe Instanz. Gefühlt zumindest. Sieht's mit dem Heiler-Mana aus? Passt eigentlich. Okay, da ist es wieder, da muss ich rausgehen. Hütet euch. Pack, war da eine Banane gelegen? Na gut, die 2 Sekunden da. Ja, mal gucken. Aber am Ende wird es meistens eine ziemliche Abfuck-Angelegenheit. Also das habe ich hier schon öfter gesehen, dass das gut aussah und dann am Ende nochmal ein bisschen ätzender wurde. Da musst du relativ am Rand laufen, sonst addest du da noch dazu. Da oben haben wir eine Tide-Tusse drin. Ja, den machen wir einzeln. Hier werde ich mal Wut cappen und dann da oben erst rein. Der Heiler hat sich jetzt voll gereckt. Okay, perfekt. So, jetzt gehe ich mit voller Wut rein in die Gruppe. Okay, was mir... Komm, ich zieh meine Wall. Sicher ist sicher. Nehmen wir mal meinen Heal-Cooldown.
So, jetzt haben wir da schon einiges für rausgehauen. Ja, das ist eine taffe Angelegenheit. Ich will meine zweite Wall eigentlich ehrlich gesagt hier nicht ziehen. Ein Trinket könnte ich, weil da oben kommen dann auch nochmal ätzende Gruppen. Okay, fuck, das hat den Heiler gesprengt. Schnell Battle Red. Okay. Hat er released? Oh mein Gott. Er hat halt. Okay. Ja, gut, aber es geht. Ich wollte ihn jetzt gerade Battle Reds, ne? Wir haben ja zwei. Müssen wir die spielen? Die müssen wir. Ey, die müssen wir nicht spielen, ne? Da kommen wir vorbei. Fuck, da haben wir. Okay, sie wollen skippen. Er kommt um die Ecke rum. Alter, die hauen schon echt gut raus. Das ist nämlich immer die Kacke, wo dann meistens der Key depleted wird, da oben. Weil du dann da fünfmal vibest. Da muss man echt richtig aufpassen. Alter, ich hab schon wieder Stacks ohne Ende drauf. Ich hab halt nichts mehr. Das Gift rafft mich einfach kaputt. Krieg aber irgendwie auch keine Heilung mehr. Warte mal, ich muss meinen CD noch ziehen. Alter. Wall raus, Heil-CD raus. Jetzt bis jetzt je fast jedes Mal, dass da oben dann der Deplete kam. Ich mich jetzt mal selber noch kurz. Pull die Gruppe da hinten her. Das wird jetzt halt auch nochmal eine richtige Kacke. Alter, die Gruppen, die fetzen so rein. Das gibt's gar nicht. Warte mal, ich kann wieder mit Inka, dann halte ich einen Ticken mehr aus. Du hast halt in jeder Gruppe so eine Tide-Tusse drin, ne? Ich hab nichts mehr. Fuck. Muss jetzt so seitlich in der Darkness nur drin stehen. Ja, dieses Gift, das natzt mich auch so, ne? Ey, ich kann keine Gifte runternehmen. Nee, das Gift tötet mich halt jetzt einfach. Okay, ich lass den. Wir müssen den hier, sonst adden wir den Boss gleich. Ja, fuck, der Boss ist geaddet. Ja, ich dachte mir das schon. Jetzt triggerst du dann halt den Trash. Ich wusste, dass das passieren wird. Weil der da drin stande. Ne, und ich habe ganz versucht, ihn zu LOSen irgendwie. Ich sage ja, das hier ist immer der Deplete hier. Ja, ich habe ihn schon gebattlereds, schreibt er mich, soll ihn CR'en. Aber da ist zum Glück jetzt keine Tide mehr drin. So, Trinket nochmal reinhauen. So, jetzt ist einfach alles auf Cooldown, wirklich alles. Aber. Schau mal, das haut alle 2 Sekunden, haut das 20k raus, ne? Das ist Gift. Wir haben genug. Einmal noch reset. Oh, fuck it. Ich wollte ihn resetten, dass wir reinlaufen können. Dann kannst du nämlich nicht direkt. Oh, okay, das war jetzt Crap.
Das war jetzt gerade richtiger Scheiß. Ich wollte ihn anhitten, aber der war schon zu nah, dass ich ihn dann einmal resetten, dann kannst du nämlich direkt schon reinlaufen. Du hast doch da hinten nochmal Mobs. Ja, jetzt muss ich erstmal ringen. Oh, Boss. Okay, auf geht's. Ja, uns fehlen quasi jetzt 0, irgendwas Prozent. Der kann auch bitchig sein, der Boss. Ach, warte mal, ich wollte mich ja ganz in die Melee-Range stellen, ne? Dann haut er immer wieder auf dieselbe Stelle. Ja, das wird halt auch knapp. Fuck, da hinten kommt die Woge. Jetzt hat er halt dahin geklieft. Ist jetzt eher suboptimal. Das Problem ist, ich habe jetzt Kacke angefangen abzulegen und jetzt wird es halt immer noch beschissener. Das war jetzt nicht gut. Fuck, jetzt haben wir da natürlich. Wo kommt die Welle? Okay, da hinten. Das ist jetzt lucky für uns, weil ich habe hier total verkackt mit dem Zuvoiden, ne? Schaut euch das an. Aber das müsste nur passen. Ich hätte eigentlich die Inka ziehen müssen hier. Ich glaube, am Runterweg sind noch Mobs, oder? Also du kriegst doch da noch Prozente. Also normalerweise stellst du dich da vorne hin und tust es so ablegen, aber da jetzt eh fast tot ist, ist mir das jetzt wurscht. Glaube, da hinten kriegst du noch was, oder? Da waren doch noch irgendwie so kleine Viecher auf dem Weg. Oder war da nur das Border... Weiß ich, geh diese Inni einfach zu selten. Geh die Inni ein. Fuck, ich hab das Barfuß zu früh abgebrochen. Nee, das. Hä, da war. Ich dachte, da war noch was. Okay, dann müssen wir nachher nochmal zurück. Okay, auf geht's. Weil dann können wir nachher nochmal zurücklaufen und nur einen Mob töten. Machst du erst den Boss oder müssen wir den Kack nicht spielen? Ach, dammit. Gibt's ein Achievement, dass diese Fische reinschmeißen musst? Der dauert halt tatsächlich relativ lang, der Boss. So, warte mal. Okay, dann bleib ich da drüben stehen, dann macht ihr da. Okay. Und auf geht's zum nächsten. Schon, ich gehe rüber. Oh fuck, jetzt habe ich Kacke gebaut, habe gesehen, ich bin im Volcanic stehen geblieben. Das war nix gut. Komm, das laser ich jetzt so, jetzt wird eh gleich noch meine Tentakel kommen. Brauche ich nicht extra hingehen. Ah, ja, seht ihr, da ist die Tentakel. Weil normalerweise läuft es so, du läufst dahinter und dann spawnt vorne schon wieder ein Tentakel, muss eigentlich schon vorne sein. Deswegen laufe ich da das Tank schon gar nicht mehr hinter. Weil wenn die Tentakel antankt, ist es halt immer ungünstig. Dann drehen die halt ein bisschen durch hier. Das willst du halt nicht. Dann komm, ich stelle mich jetzt dahinter, dass der DH nicht gleich moven muss. Okay, passt. Ja, da kommt schon die nächste. Hütet euch. Ah, fuck it. Kann ich mich dazwischen reinstellen? Geht das? Hier? Ah, na gut, hat geklappt.
5 Minuten noch. Ja gut, wir brauchen den Boss hier noch und halt einen, irgendeinen Mob brauchen wir halt noch. Ne, wir sind bei 99. Darf bloß das Tank nicht sterben. Oh fuck it, da ist die Tentakel im immer eh klar, Cleef. Muss halt, ich spiele halt einigermaßen defensiv, weil das dauert jetzt hier vielleicht noch 2 Minuten. Und dann haben wir noch, also, ne, wenn wir den Boss jetzt legen und dann haben wir noch 3 quasi, um den letzten Trash-Mob zu legen. Jetzt dürfen wir halt bloß nichts verkacken, ja. Auch beim Moven hier nicht. Musst du es halt einfach ruhig runterspielen, dann ist das alles kein Stress. Hier meistens panicken die Leute in der letzten, im letzten Ding. Jetzt müssen sie halt rausgehen aus dem Feld. Jetzt laufe ich lieber noch ein Stück weg. Jetzt ist es nämlich, na, jetzt lassen sie sich batschen hier. Hütet euch. Was macht er denn? Jetzt lässt er sich halt wegbatschen. Wenn wir nochmal einen Pot reinschmeißen. War eigentlich unnötig, aber. Komm jetzt. Oh fuck. Jetzt muss ich hier noch lasern. Fuck, das ist hinten. Komm ich da durchgecharged? Nee, machen wir es mal so. Habe ich zwar ein bisschen was gefressen, aber bevor die Tentakel irgendwen umhaut. Ich habe noch eine Wall. Also das ist jetzt nicht der Stress. Hütet euch. Okay, das passt. Fuck it. Ersatzteile benötigt. Okay, der ist down. Jetzt müssen wir noch einen Trash-Mob machen. So, wir haben jetzt noch 3,5 Minuten für einen Trash-Mob. Das dürfte jetzt eigentlich nicht der Stress sein. Was habe ich denn da auf dem Kopf hängen? Seht ihr mal, ich habe hier irgend so ein Tentakelviech am Arsch. Also wir hätten jetzt auch vorher den Trash-Mob machen können, aber dann müsste man ein ganzes Pack spielen und so können wir halt einen einzigen Mob nehmen, den umhauen. Ich target da jetzt einfach mal einen. Müssen halt nur den töten und dann haben wir es geschafft. Fuck, jetzt geht das Achievement-Fenster noch auf. Siehst du, die restlichen werden dann nicht mehr angreifbar, die laufen dann weg. Easy. So, das ist der 16er mit einer random In-Time. Wunderbar. Jetzt fehlt nur noch ein einziger Key und zwar dieses blöde. Was haben die gepostet? Die haben gerade noch Damage gepostet. Oh, schau mal, das Fernrohr. Aber das ist kacke. Gut, gut. Wunderbar. Sind wir durch den Key. Habe ich den einen der ätzendsten weg.